Hallo, mein lieber Steinbock, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt deine Jahreslegung für 2024. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Steinbock. Welche Informationen werden für das kommende Jahr am meisten gebraucht? Allgemeine Informationen zu meinen Kartenlegungen findest du übrigens unten im Infotext und einmal hier oben. Wenn du neu hier bist, dann empfiehlt es sich, diese Informationen einmal anzusehen. Die einzelnen Abschnitte der Legung findest du ebenso unten im Infotext. Schau dir auch gerne die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an, da diese erfahrungsgemäß auch sehr passend sein können. Und wenn du mit deiner Legung in Resonanz gehst, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn du diesem Video ein Like schenkst oder mir einen Kommentar da lässt. Und denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum für 2024 für dich hat. Mein lieber Steinbock, wir schauen uns jetzt die Energien für das Jahr 2024 an. Bitte Achtung, wir schauen uns Tendenzen an. Ja, das sind hohe Wahrscheinlichkeiten. Das bedeutet, nichts hiervon muss zwingend eintreffen. Es besteht auch kein Grund zur Sorge. Solltest du dich dennoch bei einem Abschnitt der Legung unwohl fühlen, kann ich dir zu 100% versichern, dass dieser Teil der Legung nicht für dich bestimmt ist. Natürlich zeigt sich auch die ein oder andere negative Karte. Das bedeutet aber nicht, dass hier ein Übel droht. Oft möchte das Universum einen auch darauf vorbereiten, dass sich bestimmte Ereignisse eben ja zeigen können und man dann prophylaktisch auch etwas unternehmen kann. Ja, wir schauen uns zuerst den Jahresanfang an, also mit welcher Energie du in das neue Jahr hineinstartest. Dann sehen wir uns die Blockaden näher an, die du im Laufe des Jahres auflösen kannst. Also das sind dann schon größere Themen üblicherweise, die können sich auch im Laufe des Jahres mehrfach zeigen. Das sind auf jeden Fall Themen, ja, die du hinter dir lassen kannst, wo es dann auch um Erleichterung geht. Und dann schauen wir noch in zwei Lebensbereiche, die wir uns quartalsweise ansehen. Jetzt starten wir aber hier zu Jahresanfang. Das kann natürlich auch noch ein bisschen in den Dezember hineinreichen. Und da habe ich hier gleich, ja, also habe ich hier gleich die Information, mein lieber Steinbock, dass das Universum hier sagt, pass auf, was Kurzschlussreaktionen betrifft, gerade in Bezug auf Kommunikation, ja. Also es ist hier durchaus möglich, dass hier die ein oder andere Person, und ich glaube, es geht um eine ganz konkrete Person hier, bei dir tendenziell auf die roten Knöpfe drücken könnte und du hier Gefahr läufst, darauf zu reagieren, vielleicht auch sehr impulsiv darauf zu reagieren. Also das ist für mich jetzt die Hauptenergie, die ich hier wahrnehme, und das Universum sagt, es ist besser, eine Nacht darüber zu schlafen. Ich denke, das macht auch Sinn. Es kann natürlich auch sein, dass dich hier vielleicht zu Jahresanfang jemand zu einer Entscheidung drängt oder du dich zu einer Entscheidung gedrängt fühlst. Auch hier gilt dasselbe. Du sollst hier etwas beantworten oder du reagierst auf etwas. Und es ist besser, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, in sich zu gehen, ob man das wirklich möchte, und dann erst zu entscheiden, weil hier natürlich auch ein Nachteil für dich entstehen könnte, beziehungsweise wenn hier Konfliktpotenzial herrscht, um hier die andere Gruppe, die ich hier aber größer wahrnehme,
noch mit einzubeziehen. Also hier besteht bestimmtes Konfliktpotenzial, dass man ja das, wo man hier vorbeugend handeln kann. Ja, das heißt jetzt nicht, dass das, was die Person, um die es hier geht, also wenn es bei dir hier um eine Konfliktsituation geht, dass das in Ordnung ist. Das ist natürlich nicht der Fall. Es geht mehr darum, was kann deine Reaktion auslösen? Und hier sagt das Universum, im Zweifelsfall warte besser ein bisschen ab und reagiere dann. Auf deiner Ebene sehe ich, dass es zu Jahresanfang um eine wichtige Verbindung geht. Ja, wir schauen ja immer auf das gesamte Umfeld. Ja, nicht nur auf die Liebe, sondern wir schauen auf Familie, Freunde, Partnerschaft, berufliches Umfeld, Bekanntenkreis. Ja, und sehen uns hier die Energien an. Wir schauen uns nur das an, was relevant ist, vorab zu erfahren. Und hier geht es um eine seelenverwandte Person, die sich hier zeigt. Diese Person ist sehr wichtig oder spielt eine sehr große Rolle zu Jahresanfang. Für manche kann das hier durchaus sein, dass sich hier eine neue Begegnung zeigt, ja, mit einem sehr, sehr großen Potenzial, dass diese Verbindung auch lange bestehen bleibt, ja, also vielleicht eine neue Liebesbeziehung oder eine neue Freundschaft. Wenn du mehr auf Berufliches schaust, dann kann das hier natürlich auch eine vielversprechende Geschäftspartnerschaft sein, beispielsweise. Wir schauen jetzt noch in die Außenschau, also wir schauen uns deine Situation ja auch noch immer einmal von außen an, um uns einen guten Gesamtüberblick zu machen. Und hier kann man sehen, das ist ein Thema, an dem du auch arbeiten darfst, dass du dich ein bisschen zurückziehst oder sehr schwer greifbar für dein Umfeld bist, weil du hier einige Lasten zu tragen hast. Diese Information ist offenbar wichtig, ja, denn es könnte durchaus sein, dass dich hier die ein oder andere Person unterstützen könnte. Es kann auch durchaus sein, dass du hier die ein oder andere Last auf deinen Schultern trägst, die eigentlich gar nicht für dich bestimmt ist. Du bist, was auch immer hier los ist, mein lieber Steinbock, du bist dem absolut gewachsen. Man sieht hier auch, wie stark du bist. Das Einzige, was mich ja auch zum Nachdenken bringt, ist eben dieser Rückzug oder ja, dass du hier irgendwie für manche wie von der Bildfläche verschwindest, was vielleicht auch gar nicht deine Absicht ist, weil wir hier ja auch sehen, da ist einiges zu tun, ja, da ist einiges zu erledigen. Vielleicht auch bestimmte Verpflichtungen. Hier ist es wichtig, denke ich, auch mit dem Umfeld in Kontakt zu bleiben und vielleicht auch zu informieren, warum man plötzlich auf Tauchstation geht. Denn manchmal gibt es solche Phasen einfach im Leben, ja, wo man wirklich viel um die Ohren hat und es kein Drumherum gibt. Da ist es dann wichtig, dass du kommunizierst mit deinem Umfeld. Und es kann durchaus sein, dass sich dann das ein oder andere ergibt, wo diese Last plötzlich leichter werden könnte. Wir schauen uns jetzt mal die Blockaden an, die uns das Universum hier zeigt, die du hier im Laufe des Jahres auflösen darfst. Das kann sein, dass das ein bestimmter Moment ist, wie ich vorhin schon gesagt habe. Es kann aber auch sein, dass das ein größeres Thema ist, das sich ja in vielen verschiedenen Situationen zeigt und dadurch eben nachhaltig aufgelöst werden kann. Und da wollen wir natürlich erfahren, worum es hier geht. Manche Themen sind vielleicht ein Thema zu Jahresanfang und manche werden sich im Laufe des Jahres zeigen. Ich möchte hier zuerst ins Umfeld schauen, mein lieber Steinbock. Wir schauen uns immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Menschen zu tun hat. Die anderen beiden Positionen der Blockaden lasse ich immer offen. Da kann sich durchaus auch etwas Zwischenmenschliches zeigen. Kann sein, muss aber nicht. Jetzt aber zurück zu den Blockaden. Hier haben wir ein Thema, das sich hier doppelt zeigt, also wir bekommen im Prinzip eine sehr ähnliche Information doppelt ausgeworfen und ein Thema, das in diesem Jahr ansteht, wo es hier um Erleichterung geht, ist, wenn man hier Gegenwind vom Umfeld bekommt, ja, weil ich hier auch sehe, das ist etwas, das dich stark beschäftigt und das, was hier entstehen soll, ja, oder das, was hier aufgebaut werden kann,
im Laufe des kommenden Jahres ist, dass du dir hier oder dass du dich hier sehr gut schützen kannst. Ja, das ist eine Entwicklung, ein Prozess, der sehr wichtig ist. Denn was ich vorab auch sagen möchte, ist, also es zeigt sich in der Legung, da geht es um sehr viel Schicksal, sehr viel Individualität. Also für viele geht es im nächsten Jahr ganz konkret um die Bestimmung, um die Berufung. Wichtige Themen des eigenen Lebens sind, die hier ins Rollen gebracht werden. Und da kann es natürlich vorkommen, dass du hier, ja, also, oder dass sich hier nicht jeder mit dir freut, mein lieber Steinbock. Das heißt jetzt nicht, dass das gesamte Umfeld so ist, also so sehe ich das auf keinen Fall. Aber es könnte sich um eine bestimmte Person handeln, die sich hier immer wieder äußert, ja. Weil ich hier einfach sehe, das ist etwas, wenn von außen etwas kommt, ja, vor allem wenn das hier vielleicht Kritik ist, die eher destruktiv ist, dann beschäftigt dich das enorm, was natürlich verständlich ist. Also da geht es, denke ich, um Personen, die hier schon, die dir eher näher stehen, vermutlich aus der Familie oder vielleicht eben auch aus dem Freundeskreis. Und dieses Thema, das kann hier aufgelöst werden. Und es geht eben auch darum, dass deine Angelegenheiten hier beschützter oder behüteter sind, beziehungsweise, dass dich das nicht mehr so trifft. Hier haben wir auch ein wichtiges Thema liegen. Es geht im Jahr 2024 für dich auch darum, dass sich hier, ja, irgendwie fühlt es sich an wie die Spreu vom Weizen trennt. Ja, hier geht es auch darum, einiges loszulassen, was jetzt nicht mehr in dein Leben gehört, und vor allem eben auch darum zu erkennen, was genau das ist oder worum es hier geht. Was bedeutet, du wirst hier vermutlich im kommenden Jahr immer wieder an einen Punkt kommen, wo sich vielleicht einiges überlagert, wo du dann eben auch merkst, ah ja, das und das, das ist mir eigentlich nicht mehr dienlich oder das passt gar nicht mehr in mein Leben. Hier ist jetzt Zeit für Veränderung. Ja, und das ist natürlich, das Thema Loslassen ist natürlich eine Königsdisziplin. Das braucht auch immer ein bisschen Zeit. Deshalb wundert es mich auch gar nicht, dass das hier in den Blockaden liegt. Ja, und also das ist meistens so, dass das nicht von heute auf morgen geht, sondern dass es einem erst bewusst werden muss, um was losgelassen werden möchte und die Umsetzung dann natürlich auch ein bisschen Zeit benötigt. Das kann hier sowohl den Bereich Beruf, Berufung, Finanzen betreffen, aber natürlich auch das eigene Umfeld. Ja, dann haben wir hier auf deiner Ebene noch eine sehr interessante Blockade, mein lieber Steinbock. Da geht es um eine ganz wichtige Erkenntnis, eine Erleuchtung, die zu dir kommen soll. Ja, und das sehe ich hier direkt in Verbindung mit dieser dir seelenverwandten Person. Ja, also das dürfte hier bei einigen zusammengehören. Ich glaube, bei den, also so wie es sich anfühlt, auf jeden Fall über 95%, wo hier durch diese Verbindung, die auch bereits eine bestehende Verbindung sein kann, ja, das muss nicht zwingend eine neue Verbindung sein, wo hier irgendetwas in dir ausgelöst wird, ja, eben durch eine Kommunikation beispielsweise. Das muss gar nicht bewusst stattfinden, es soll hier plötzlich Klick machen. Und du hast dann hier bezüglich einer bestimmten Angelegenheit einen sehr, sehr guten Überblick oder vielleicht auch eine sehr innovative Idee. Also irgendwo geht dir hier ein ganz wichtiges Licht auf. Ich würde sagen, wir schauen jetzt in den Bereich Beruf, Berufung, Finanzen. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, wir schauen uns das Jahr quartalsweise an. Also was sind wichtige Ereignisse, die wir vorab erfahren dürfen? Noch ein wichtiger Hinweis, mein lieber Steinbock, eine Kartenlegung zeigt natürlich nie alles, was sich bei dir in deinem Leben so abspielt. Wir picken uns nur das heraus, was für dich relevant ist, eben vorab zu erfahren. Ja, es kann durchaus im Einzelfall sein, dass sich die Quartalsthemen vielleicht sogar vertauschen. Für die allermeisten wird es aber chronologisch erfahrungsgemäß ablaufen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt hier
direkt im ersten Quartal. Ah, und noch ein Hinweis, also solltest du neu auf dem Kanal sein, es ist nicht zwingend erforderlich, für diesen Abschnitt der Legung berufstätig zu sein. Wir nehmen hier auch die Finanzen hinein, die begleiten uns unser Leben lang, eben auch die Berufung, die Bestimmung und materielle Angelegenheiten. Und der Beruf an sich, der passt hier eben auch gut hinein, aber es ist nicht zwingend notwendig, dass du hierfür berufstätig bist. Ja, und dann haben wir hier gleich im ersten Quartal, haben wir gleich dieses schicksalhafte Ereignis. Also vermute ich, dass es hier für die meisten Steinböcke wirklich im ersten Quartal hier eine sehr wichtige Situation geben wird. Also wir haben hier das Schicksal liegen und ich bin mir hier ganz sicher, dass es hier um diese Erleuchtung geht, diese wichtige Erkenntnis, diesen Überblick, den du hier plötzlich haben sollst bezüglich einer Sache oder vielleicht eben auch eine wirklich, wirklich gute Idee. Also das wird hier im ersten Quartal angekündigt. Was auch sehr schön ist, ist hier auf deiner Ebene haben wir den Hinweis, ja, also im ersten Quartal hast du offenbar in diesem Lebensbereich auch sehr viel Glück. Hier soll sich etwas dauerhaft verbessern, ja. Also wir haben hier eine Karte liegen, die eben auch die Aussage hat, dass sich hier etwas Positives tut, das nicht nur einmalig ist, sondern eben auch Wellen schlägt, ja, also hier auch Auswirkungen hat, die von längerer Dauer sind. Was bedeutet, dass sich hier bei einigen beispielsweise die finanzielle Situation dauerhaft verbessern könnte, wie beispielsweise eine Gehaltserhöhung könnte das sein, eine Beförderung, vielleicht geht es auch um eine bestimmte Investition. Also ich denke, dass sich bei einigen hier vor allem der Geldfluss hier im ersten Quartal steigern lässt. Ja, vielleicht eben auch durch eine bestimmte Situation. Vielleicht ist das auch eine neue Möglichkeit, die hier auf dich zukommt. Durchaus möglich, dass das hier in Verbindung steht hier mit diesem schicksalhaften Ereignis. Ja, was das Umfeld betrifft in diesem Bereich, und da kann natürlich auch das private Umfeld mit hineinspielen. Dein Netzwerk spielt eine ganz entscheidende Rolle im ersten Quartal, also im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen. Ich sehe hier eben auch, dass es um eine gewisse Herzensangelegenheit geht. Ja, also das ist für mich, also das bedeutet hier für mich eben auch, dass es hier um die Bestimmung, um die Berufung geht. Etwas, das für dich persönlich enorm wichtig ist. Ja, etwas, was dir am Herzen liegt. Vielleicht eine Tätigkeit, die dir am Herzen liegt und hier spielt, wie gesagt, dein Umfeld eine wichtige Rolle. Was ich aber auch sagen muss, pass auf, es ist hier nicht jeder dein Freund. Ja, ich denke, das weißt du ohnehin. Ich sehe hier ganz konkret eine Person, wo es wichtig ist, eben Acht zu geben. Und das sehe ich hier auch in Verbindung mit dieser Blockade, wo du hier eben auch Gegenwind von außen erfährst. Deshalb sei wirklich vorsichtig mit den Details oder Daten, wenn du hier irgendetwas planst, die du hier herausgibst, wen du hier mit einweist, wenn du hier beispielsweise etwas ganz Innovatives umsetzen möchtest. Ich sehe hier, also der Großteil ist oft so, also ist vertrauenswürdig, das möchte ich schon sagen, aber es gibt hier die ein oder andere Person, wo es wichtig ist, vorsichtig zu sein, was diese Angelegenheit betrifft. Und du wirst diese, und es ist hier auch wichtig, ein bisschen hinzuhören, zuzuhören, zwischen den Zeilen zu lesen, weil diese Person natürlich auch dafür sorgen kann mit ihren Äußerungen, dass du hier vielleicht in ein Grübeln oder in ein Zweifeln gerätst und dann hier eben diese schöne Bewegung hier ein bisschen in einen Stillstand geraten könnte oder in eine Verzögerung. Ja, also der Großteil deines Umfeldes, deines Netzwerkes sieht hier sehr, sehr positiv aus. Wie gesagt, die ein oder andere Person, pass hier auf, du wirst es aber auch sofort merken. Wir schauen jetzt ins zweite Quartal.
Ja, und hier wird es ein bisschen spannender. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass das ganze zweite Quartal spannend sein wird. Es kann sich hier auch durchaus um einen bestimmten Tag im zweiten Quartal handeln. Ja, also das kann hier wirklich auch punktuell sein. Mich interessieren, wie gesagt, nur die Themen, die relevant sind, vorab zu erfahren. Also da sehe ich, dass du insgesamt in den Fluss kommen sollst, mein lieber Steinbock. Das hat aber auch einen gewissen Haken unter Anführungsstrichen. Denn es geht hier eben auch darum, dass sich hier dann bestimmte Herausforderungen zeigen. Und da möchte ich gleich hier ins Umfeld schauen, denn hier sehe ich, dass es hier eine Situation gibt, wo es wichtig ist, Acht zu geben. Ja, also gerade im zweiten Quartal haben wir hier auch den Hinweis, pass auf, welche Informationen du herausgibst, ja, was du hier weitergibst, denn ich sehe hier, dass eben, denke ich, gerade die Person, die sich hier auch im ersten Quartal zeigt, dass diese Person, wenn die zu viel Zugriff hat zu bestimmten Informationen deinerseits, dass hier bestimmte Zweifel geschürt werden können, ja, oder dass du hier eine bestimmte Sorge haben könntest, die man sich eigentlich sparen kann. Also ich sehe das generell so, gerade im zweiten Quartal ist es wichtig, Acht zu geben, vor allem, weil sich hier auch zeigt, die Dinge fügen sich, ja, also das spürt man auch oder man kann das auch immer wieder sehen, wenn es bei jemandem bergauf geht, dann schwingt man auch anders, man zieht auch mehr an und man kann natürlich auch eher herausfordernde Situationen, die kann man auch anziehen. Deshalb ist es auch wichtig, dass du hier Acht gibst. Ich sehe hier auf jeden Fall, dass du dass sich diese schwierige Situation hier auflösen soll. Es ist, wie gesagt, einfach wichtig, pass auf bei den Informationen. Vielleicht geht es auch um irgendeine vertragliche Angelegenheit. Das kann natürlich auch sein, wo es wichtig ist, das Kleingedruckte genau zu lesen, sich oder hier wirklich ins Detail zu gehen, nachzufragen, ja, damit hier nicht irgendwie ein Problem entsteht, dem man hätte vorbeugen können. Auf deiner Ebene sehe ich auch, ja, im zweiten Quartal geht es sehr viel um das Thema Geduld. Und dass du hier in einer bestimmten Angelegenheit eben auch ein bisschen unter Druck stehen wirst. Und das hängt hier mit einer anderen Person zusammen, denn das sehe ich hier wirklich in Verbindung. Eben das Thema Geduld. Geduld in einer Situation, ja, also irgendetwas ist da im zweiten Quartal und Geduld macht sich hier auch bezahlt. Das sehe ich nämlich hier auch in Verbindung mit der Ausgangssituation, ganz interessant, ja, dass sich auch hier für mich dieses Thema zeigt mit Achtung vor Kurzschlussreaktionen. Lass dich zu nichts drängen, ja, und lass dich hier auch nicht überreden zu irgendetwas, wo du noch nicht hundertprozentig davon überzeugt bist. Üblicherweise ist Papier geduldig und man muss hier nicht irgendwie vorschnell etwas unterschreiben oder etwas entscheiden, ja, denn hier sehe ich einfach ganz eindeutig für sehr, sehr viele so eine Situation und da ist es wichtig, in sich zu gehen, einmal tief durchzuatmen und sich dann auch zu fragen, warum wird hier auch ein Druck ausgeübt. Schauen wir jetzt ins dritte Quartal. Da sieht die Welt größtenteils schon wieder ganz anders aus. Ja, also da sehe ich, da hat sich diese Schwierigkeit bereits gelöst. Ja, das ist ja auch mehr die Sommerzeit. Da ist wieder, also das ist wirklich spannend, mein lieber Steinbock. Also im Zwischenmenschlichen, im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen. Also diese Person, die begleitet dich hier offenbar. Vielleicht ist das jemand aus der Familie, könnte ich mir vorstellen, oder aus dem Freundeskreis, wo es hier vielleicht um irgendeine finanzielle Angelegenheit geht oder um irgendeine Tätigkeit und diese Person zeigt sich als schwierig. Also das können natürlich auch verschiedene Personen sein, aber ich nehme hier schon wahr, also für die meisten geht es hier um eine konkrete Person, wo ich schon das Gefühl habe, wenn einen so eine Person so lange begleitet, dann deutet das für mich auf eine familiäre Angelegenheit hin. Vielleicht geht es um beispielsweise das, was sich auch öfter zeigt, das könnte vielleicht ein
ein Thema bezüglich einer Erbschaft sein, ja? Also, dass hier irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht, wo es wichtig ist, dass du hier Acht gibst. Denn auch hier habe ich das Thema liegen, also ein Einfluss von außen, der sich tendenziell toxisch bzw. giftig zeigt. Und auch hier, wie immer, also das ist dir anscheinend sehr wichtig im Laufe des Jahres, mein lieber Steinbock, dass du hier wirklich Acht gibst, wer welche Informationen von dir bekommt. Das ist jetzt keine Panikmache, ja, also wenn man sich das vorab bewusst macht, bestimmte Details erzähle ich einfach nicht oder erzähle ich nur Personen, die hier wirklich auch mit mir zu tun haben in diesen Angelegenheiten, denn dann kann hier eigentlich auch gar nicht wirklich viel geschehen. Ich sehe, es geht hier eigentlich nur darum, dass du darauf vorbereitet bist. Aber ja, also hier haben wir auch nochmal den Hinweis, dass eine Person nicht ganz aufrichtig ist, nicht ganz ehrlich ist und dass es hier einfach auch wichtig ist, Acht zu geben. Diese Energie, ja, die hier so präsent ist im zweiten Quartal, die verschwindet hier im Laufe des dritten Quartals, mein lieber Steinbock. Was bedeutet, du wirst hier für dich eine Lösung finden oder du wirst hier irgendetwas ganz klar erkennen. Ich sehe hier auch, dass du einen sehr, sehr guten Überblick haben wirst im dritten Quartal und dass hier auch ein Aufwind stattfindet. Ja, also ich sehe hier einen Aufwärtstrend für dich liegen. Und was ich hier noch sehe, das ist auch sehr interessant, das betrifft hier das Umfeld, hier sehe ich eine Erleichterung und eben auch, dass du dich hier tendenziell von etwas befreien oder von jemandem eigentlich befreien kannst. Und das sehe ich hier auch in Verbindung mit dieser Person, die sich hier, also für viele ist das hier eine bestimmte Person, die sich hier einfach zeigt. Vielleicht ist dann auch das Thema hier geklärt im dritten Quartal. Vielleicht gibt es hier eben auch einen bestimmten Termin und dann ist die Sache abgehakt. Also hier sehe ich eine große Erleichterung im dritten Quartal. Also irgendetwas startet hier spürbar im zweiten Quartal, Dass dann im Laufe des dritten Quartals fertiggestellt wird. Wichtig ist, dass du geduldig bleibst, ja, auch wenn das schwierig ist, das soll sich auf jeden Fall bezahlt machen. Dann schauen wir noch ins vierte Quartal, wie sich 2024 hier tendenziell für dich entwickelt. Und das ist auch wirklich schön, ja. Also da im letzten Quartal 2024 kommst du hier voll und ganz an, habe ich das Gefühl. Es zeigen sich hier bestimmte Verpflichtungen, Verantwortungen. Das kann eben auch wieder dafür stehen, dass man hier vielleicht eben aufsteigt, eine neue Herausforderung annimmt, eine neue Verantwortung annimmt. Also du stehst hier mit beiden Beinen felsenfest am Boden. Du weißt, was du tust. Also du nimmst die Dinge in die Hand. Also das ist wirklich enorm kraftvoll, das vierte Quartal, wenn ich mir das so ansehe. Hier haben wir auch eine 8 liegen. Also ein Hinweis, dass hier die Finanzen gesteigert werden können, dass es hier um ein finanzielles Thema geht, das sich durchaus zu deinen Gunsten entwickelt. Das kann ja auch dafür stehen, dass sich hier wie im ersten Quartal deine Finanzen spürbar verbessern. Ja, das kann auch ein spontaner Geldeingang sein. Im Prinzip liegt ja auch das Glück dabei, also vor allem eben im ersten und auch im vierten Quartal kannst du hier oder sollst du dich hier auch bereit machen, dass sich hier positive Fügungen des Schicksals für dich zeigen sollen. Im vierten Quartal wirkt einiges auch sehr gesetzt, ja, also wirklich mit Struktur, mit Hand und Fuß, also du fühlst dich hier wohl in deiner Situation. Also das ist wirklich wunderbar und was das Umfeld betrifft, hier zeigt sich irgendein wichtiger Ausweg, eine Lösung. Das kann hier durchaus zusammenhängen mit dem dritten Quartal, dass das vielleicht in der Übergangsphase von dritten auf vierten Quartal geschieht, also dass das hier
zusammengehört, denn auch hier nehme ich Erleichterung wahr, beziehungsweise wirst du hier, das können hier auch mehrere Situationen sein, was dein Umfeld betrifft, hier Lösungen finden. Also da zeigt sich immer ein Ausweg. Ich denke aber, dass das hier eine ganz konkrete Situation betrifft für die allermeisten. Ja, das ist ja schon mal sehr, sehr schön. Da würde ich sagen, da schauen wir jetzt doch mal direkt in den zwischenmenschlichen Bereich, wie sich 2024 hier tendenziell entwickelt. Es ist durchaus möglich, dass sich Querverbindungen zum Bereich Beruf, Berufung, Finanzen zeigen. Da lassen wir uns wie immer überraschen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wir schauen immer auf das gesamte Umfeld, also nicht nur auf die Liebe. Zum Thema Liebe spreche ich auch nur, wenn es sich ganz konkret von selbst im Laufe der Legung zeigt. Solltest du auf die Liebe schauen und sich hier nichts diesbezüglich zeigen, ja, dann heißt das natürlich nicht, dass sich im kommenden Jahr bei dir da nichts abspielen wird. Dann haben die Karten einfach hierzu keine relevanten Informationen für dich, ja. Und manchmal geht es eben auch darum, dass man bestimmte Dinge eben nicht vorab wissen soll, damit sie dann eben eintreten können. Ja, dann würde ich sagen, auch hier starten wir im ersten Quartal. Hier haben wir auch direkt eine Engelszahl, nicht täuschen lassen. Ich weiß, man kann die 666 auch anders deuten. Davor kommt die 555 und danach kommt die 777. Engelszahlen in meinen Legungen stehen ja auch immer dafür, dass du am absolut richtigen Weg bist, stehen für schicksalhafte Zyklen. Und die 666 steht dafür, dass du im ersten Quartal im zwischenmenschlichen Bereich ja dir grundlegende Gedanken machen wirst. Und da geht es ganz eindeutig um diese Blockade, wo es ja auch darum geht zu erkennen, was lässt man los, beziehungsweise wen oder welche vielleicht auch Kommunikation oder wie man sich begegnet. Die 666 in meinen Legungen steht dafür, dass es da wichtig ist, zu erkennen, was man nicht mehr möchte. Ja, also da kann es darum gehen, dass du hier vielleicht bei der einen oder anderen Verbindung erkennst, das hat keinen Sinn mehr, das hat keine Zukunft, das möchte ich nicht mehr. Beziehungsweise, dass du in bestehenden Verbindungen erkennst, ja, wie man sich in einer bestimmten Situation oder in bestimmten Situationen begegnet, hier soll sich etwas verändern. Das kann jetzt eine bestehende Partnerschaft betreffen, das kann eine Freundschaft betreffen oder verschiedene Freundschaften, das kann auch die Familie betreffen. Da ist es dann natürlich auch immer ein bisschen herausfordernder, etwas zu verändern. Es ist aber wichtig und schicksalhaft, denn nach der 666 kommt die 777. Wo du dich tendenziell darauf fokussierst oder fokussieren darfst, fokussieren sollst, wie du es haben möchtest oder was du haben möchtest, ja, damit du auch genau das anziehst. Und gerade für alle, die neue Kontakte knüpfen möchten, ist das erste Quartal eine extrem wichtige Vorbereitung, ja, dass man hier wirklich in sich geht und eben auch erkennt, das und das, das möchte ich nicht mehr oder so soll es nicht sein. Denn dadurch wird natürlich auch klarer, was du möchtest. Wir haben hier auch einen Neubeginn liegen im zwischenmenschlichen Bereich im ersten Quartal. Also es geht hier für dich sehr stark darum, dass du hier oder dass hier viele neue Kontakte knüpfen möchten oder bestehende Verbindungen neu starten möchten. Und das ist ja ein wichtiges Thema. Vor allem eben auch ausgelöst dadurch, dass du dich hier tendenziell sehr stark eingeschränkt fühlst, ja, von einer bestimmten Verbindung oder das betrifft hier vielleicht eben eine bestimmte Person oder vielleicht einen bestimmten Personenkreis, denn das zeigt sich hier auf der Ebene des Umfeldes. Und das bringt dich dazu, hier grundlegend über deine Verbindungen nachzudenken. Und das hat hier natürlich dann auch auf lange Sicht gesehen einen sehr heilsamen Effekt, wenn hier eine Veränderung stattfindet.
Schauen wir jetzt ins zweite Quartal. Auch hier ist, also auch hier geht's spannend weiter. Ich sehe, dass du hier besonders beschützt bist, mein lieber Steinbock. Ja, also das haben wir hier liegen. Also es geht auch hier ums Thema Schicksal. Da kann ich jetzt allerdings auch erkennen, dass hier eine Querverbindung besteht zum Bereich Beruf, Berufung, Finanzen, wo wir hier auch diese Drucksituation haben, beziehungsweise eben auch hier, wo es wichtig ist, Acht zu geben, was das Umfeld betrifft. Hier haben wir wichtige Zusatzinformationen, denn das Universum wird hier in Kontakt mit dir treten. Vornehmlich im zweiten Quartal wirst du hier offenbar informiert werden, wird dir das Universum Zeichen senden, vielleicht eben auch in Form von Engelszahlen, also eben Synchronizitäten, bestimmte Uhrzeiten, die du vielleicht immer wieder siehst. Wenn sich hier etwas summiert, so sage ich das auch immer, dann lies mal nach, wie das gedeutet wird. Man muss jetzt nicht bei jeder Synchronizität nachschlagen, vor allem wenn man schon dafür sensibilisiert ist, nimmt man das dann auch ein bisschen häufiger wahr. Und da ist es dann auch wichtig zu filtern, welche Zahlenkombination zeigt sich denn wirklich spürbar öfter. Und da ist dann üblicherweise auch eine wichtige Information enthalten, die dich in deiner individuellen Situation weiterbringen kann. Hier geht es sehr stark um dich im zweiten Quartal, ja, was für dich wichtig ist. Also hier sehe ich schon auch die 777 Energie. Hier wird dir einfach klar, was du möchtest, ja, und wie es sein soll im Zwischenmenschlichen. Und darauf legst du dann auch den Fokus. Was hier offenbar auch zu einer Situation führen kann, mein lieber Steinbock, im Zwischenmenschlichen, ja, eine Situation, die dich nicht so sehr erfreuen wird. Also hier sehe ich schon, dass du dich hier definitiv im zweiten Quartal über eine bestimmte Person ärgern wirst. Also jemand, der dich hier enttäuscht. Nur die Sache ist auch die, mein lieber Steinbock, es ist auch wichtig, die Karten auf den Tisch zu legen, denn wenn wir das nicht immer wieder machen, dann wissen wir natürlich auch nicht so recht, woran wir sind. Und hier zeigt sich, wie gesagt, eine schwierige Verbindung, die zeigt sich auch hier im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen. Also denke ich, ist das hier auch etwas sehr Schicksalhaftes im Zwischenmenschlichen, das hier einfach geklärt werden soll. Egal, ob man hier dann in Kontakt bleibt oder nicht, ja. Also, denn es kann natürlich auch sein, dass das, was hier aufgeklärt worden ist, dass man sich hier vielleicht versöhnt oder auf einen grünen Zweig kommt in einer bestimmten Angelegenheit. Schauen wir jetzt ins dritte Quartal. Ja, und das ist auch wirklich spannend, denn auch hier haben wir eine Querverbindung zum Bereich Beruf, Berufung, Finanzen. Auch hier zeigt sich Erleichterung, ja, also du wirst hier offenbar bestimmte Schwierigkeiten hinter dir lassen können. Das kann hier für Aussprachen stehen, kann natürlich auch dafür stehen, ja, dass du dich von bestimmten Menschen entfernst und dich auf andere Menschen zubewegst. Insgesamt, was den zwischenmenschlichen Bereich betrifft, sehe ich hier eine riesige Erleichterung, ja, und dass es einfacher wird. Also auf jeden Fall läuft es in deinem Sinne. Gerade das dritte Quartal ist wirklich eine sehr, sehr schöne Linie, die wir hier haben. Auf deiner Ebene sehe ich hier, dass man sich hier einig ist. Also für einige dürfte das hier eindeutig mit dem Thema Liebe zu tun haben. Entweder, dass hier eine bestimmte Verbindung, ja, vertieft wird, also eine Verbindung, die bereits besteht. Und das kann aber auch eine neue Begegnung sein.
Das kann ja auch für eine Freundschaft stehen, ja, oder jemand aus der eigenen Familie, eine Verbindung, die hier gefestigt wird, ja, tiefer geht auf gewisse Art und Weise, wo man ein neues Level gemeinsam erreicht. Also man ist sich hier einig. Und ich sehe hier einfach für sehr, sehr viele, dass es hier wirklich tatsächlich auch um die Liebe geht. Und es auch, hier zeigt sich auch ein ganz wichtiges Thema. Vielleicht ist das eben auch hier im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen zu finden, dass man hier vielleicht in einer bestehenden Partnerschaft hier irgendetwas gemeinsam aufbaut, gemeinsam startet. Ja, und was ich hier auch sehe, ist, was dein Umfeld betrifft, also die Menschen, die mit denen du hier zu tun hast, vornehmlich, ja, sind ja auch Menschen, die wirklich zu dir passen im dritten Quartal. Also da fühlst du dich ganz in deinem Element. Und es ist hier wichtig, eben auch, dass hier diese Enttäuschung geschieht, ja, dass du hier erkennst, wie eine bestimmte Person tatsächlich ist. Also irgendjemand wird im zweiten Quartal das wahre Gesicht zeigen, wo ich aber trotzdem das Gefühl habe, dass du es irgendwie schon immer gewusst hast. Also das und du bist hier, wie gesagt, eben auch beschützt. Das haben wir hier auch liegen. Also es gibt hier keinen Grund zur Sorge. Es ist einfach nur wichtig, dass sich das hier zeigt, denn das hat eben auch eine sehr positive Auswirkung auf deine anderen Verbindungen. Wir schauen jetzt noch das vierte Quartal an und das ist auch wirklich sehr interessant. Hier sehe ich, dass du hier eine Unwahrheit aufdecken kannst. Das kann hier durchaus auch mit dieser Person zusammenhängen. Ja, irgendeine Unwahrheit wird hier enttarnt. Irgendetwas stimmt hier nicht zusammen. Das ist irgendein wichtiges Thema, das dich hier im vierten Quartal beschäftigen wird. Was kannst du hier prophylaktisch machen oder was kannst du hier vorbeugend tun? Wichtig ist immer zu sehen, was sagt eine Person und was wird im Endeffekt dann gemacht. Ja, also das kann oft eben dazu führen, dass man hier eben erkennt, wenn hier jemand nicht ganz aufrichtig ist. Ich sehe hier aber auch, dass sich diese Thematik in Luft auflösen wird im zwischenmenschlichen Bereich. Ja, also das kann hier auch eine weitere Person sein, wo du hier das wahre Gesicht wahrnehmen kannst. An sich sehe ich hier, dass du das auf jeden Fall hinter dir lässt. Also das ist hier für mich eindeutig in Verbindung zu bringen. An sich, was die Menschen betrifft, mit denen du hier zu tun hast, also sehe ich hier auch im vierten Quartal große Zufriedenheit deinerseits, also vielleicht auch viele schöne Unternehmungen, die hier auf dich warten, denn diese Unwahrheit, die hier aufkommt, es ist anscheinend wichtig, dass du hierauf vorbereitet bist. Das ist irgendwie auch ein wichtiges Thema, das sich hier zeigt im vierten Quartal. Aber was ich hier auch sehe, ist, dass dich das hier nicht allzu sehr belasten wird, vor allem eben auch, weil sich hier vieles im Umfeld stabilisiert, mein lieber Steinbock. Ja, eine wirklich aufregende Legung. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denke auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.